Moin! Jo, der Videotitel verrät es ja schon. Weitere Ausgabe von Aus der Szene für die Szene. Vorab gehen die besten Grüße raus an Stefan, Namensvetter von mir. Stefan hat dieses tolle Modell, das Sanremo 9165 KB zur Verfügung gestellt. Damit ich das jetzt an hoffentlich eine Person raushauen kann, darf, die richtig viel Lust auf diesen Stachel hier hat, wo das Messer im Idealfall auch genutzt wird. Ja, Stefan, vielen, vielen Dank. Du hattest mir einige Modelle rumgeschickt. Großartig, diese Großzügigkeit. Und mit Freuden werde ich dieses tolle Modell jetzt hier weitergeben. Hat halt auch eine Besonderheit. Wir haben hier neben dem Clip, was jetzt nicht wirklich die Besonderheit ist, halt eine Einhandöffnung über die beidseitigen Pins und dennoch haben wir hier einen Slip-Joint. Solche Modelle einhändig zu öffnen mit Slip-Joint-Feder gibt es natürlich durchaus einige am Markt, aber halt nicht wie Sand am Meer. Und hier jetzt von Sanremo in einer Qualität gefertigt, die immer wieder gerade gemessen am Preis wirklich spitze ist. Da ist nach wie vor seit so vielen Jahren Sanremo eine Top-Adresse. Sehr schneidfreudiges Modell, auch anständig lang hier. Verbaut ist hier der 12C27 Sandwich-Stahl. Schneidfreudige Klinge im vollen Flachschliff. Leider mit der recht typischen, ja, Beschriftungsorgie von Sanremo. Das ist ein bisschen schade. Dafür entschädigt dann dieser Laminat-Kunststoffgriff mit diesem schachbrettartigen Muster, das einem so leicht entgegenblitzt. Wir haben noch eine Menge Löcher, Fräsmuster im Griff. Muss man optisch natürlich mögen, kann ein Dreckfänger sein. Ich hätte es auch nicht unbedingt gebraucht. Manch einer findet aber durchaus, dass das ordentlich Pep dann dem Messer verleiht. Und dann halt der, ja, Standard-Clip, der aber einen guten Dienst macht. Und ein Messer, das halt 42A-konform ist, sehr tauglich und halt bezahlbar. Ich glaube, die liegen bei unter 30 Euro. Spitzenmäßiger Preis. Und hier jetzt, ja, hier jetzt die Chance, den Stachel für Umme zu gewinnen. Ihr müsst wie immer nicht viel machen, einfach nur euer Interesse in den Kommentaren bekunden. Dann seid ihr automatisch dabei. Da werde ich das Giveaway ungefähr ein, zwei Wochen laufen lassen, dann den Gewinner ermitteln und dann, ja, wird der Stachel, wie schon erwähnt, hoffentlich in Hände kommen, die Bock drauf haben und dieses Messer dann benutzen und das Teil wird als Schneidwerkzeug einen guten Job machen, da bin ich mir doch ziemlich sicher. Muss man natürlich wie alle Messer immer achtsam benutzen, gerade hier, da kein Loch vorhanden, aber das ist ja auch oftmals dann eine Sache, ein Detail, was einen eh vorsichtiger und gezielter, achtsamer arbeiten lässt. Ja, und man sollte das vielleicht auch noch erwähnen, nicht versuchen, die Klinge über Schwung aufzuflicken. Das kann durchaus mal passieren, weil die Feder halt gerade am Anfang ein wenig stramm ist, dass die Klinge stoppt und dann landet man vielleicht mit dem Daumen in der Schneide. Also kontrolliert öffnen, benutzen, achtsam. Jo, dann ist das ein tolles Messer, das einem als dienliches Schneidwerkzeug zur Seite stehen kann. Jo, in diesem Sinne nochmals ein dickes Dankeschön raus an Stefan und allen Teilnehmern. Viel Glück gewünscht und ich verbleibe wie immer mit All Knives are great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.